Ja, komm schon. Das gibt's doch gar nicht. Herrgott. Das gibt's nicht. Deine Reise endet hier und jetzt. Ja, Vader steht da und macht da nur so ein bisschen hier Handbewegung und wir sind schon halb tot. So. Oh Mann, ey. Klar, ey. Der hat unbegrenzte Energie. Ja, nee, ist klar. Junge. Der kann ja die Machtkombos machen wie Sau. Und wir müssen hier uns überlegen, wie wir ihn zerstören können. Ja, nee, ey, das gibt's doch gar nicht. Haben wir überhaupt eine Chance gegen Vader? So. Ich weiß nicht, ob wir eine Chance gegen Vader haben. Es sieht auf jeden Fall sehr schlecht gerade aus, wieder mal. Ja, wir sind tot. Brauche ich mich gar nicht wehren. Oh, mir ist der Fuß eingeschlafen. Deine Reise endet hier und jetzt. Nichts. Ah, oh, das gibt... Hey, Vader. Das frustriert mich gerade ein bisschen. Das ist so... Das frustriert mich allgemein ein bisschen bei dem Spiel. Dass die Bosskämpfe, die sind teilweise zu einfach oder dann werden sie irgendwann mal zu schwer. Ich weiß, es ist Darth Vader. Es ist Anakin Skywalker, einer der stärksten Jedi, den es je gab. Und den es je geben wird. Aber hey, man muss dem Spieler doch auch mal eine Chance geben. Das... Allein hier das Doppelmachtgriff. Ich hab schon wieder keine Chance gegen Vader. Seht ihr? Jetzt bin ich schon wieder tot. Da kann ich ja auch nicht viel machen dagegen. Ja, guck, seht ihr das? Genau das. Ich mache einen Angriff und er kontert direkt. Ey, das gibt's nicht. Das kotzt mich gerade übelst an. Ich bin gerade echt frustriert und genervt. Allein, ich verliere hier so viel Leben. Allein, weil ich rumgewirbelt werde. Ich kann ja nicht mal da was dagegen machen. Ja, scheiß doch die Wand an. Das kotzt mich doch gerade übelst an. Ey, das gibt's doch nicht. Das gibt's nicht. Das gibt's doch echt nicht. So. Ja, wie man gesehen hat, Vader tut es ja kaum was abziehen. Genauso wie ein Schwertwurf. Ist doch nicht mehr lustig. So, jetzt mal kurz Mikro anders hinhängen, weil ich will mich jetzt mal kurz umsetzen. So.
bisschen näher ran. Deine Reise endet hier und jetzt. Nein, tut sie nicht. Es tut sie echt nicht. So, wir müssen Vader auf jeden Fall Schaden zufügen. Komme, was wolle. Ja, so kann man es machen, aber dann kommt er wieder hier mit seinem scheiß Machtgriff. Und dann ist er wieder... Hey, ich schmeiß gleich das Ding gegen die Monitore. Wird er mir wenigstens Angriffsfläche geben? Aber der verliert ja kaum Energie. Schaut euch das doch mal an. Er verliert bei den Machtblitzen kaum Energie. Und das ist eine der stärksten Kräfte, die Skywalker. Die Starkiller hat. So, jetzt leck mich. Hey, wäre das wenigstens ein fairer Schwertkampf? Könnte man ja was machen. Aber so? Hey, ich... Deine Reise endet hier und jetzt. Allein ich krieg die Pest an Hals. Okay, ganz ruhig, Stefan, ganz ruhig. Es ist nur ein Spiel. Es ist nur ein Spiel. Ganz ruhig. Auch wenn es übelst frustrierend ist. Dass du gegen Darth Vader andauernd nur stirbst. Ey, ich versteh's nicht. Ich versteh's echt nicht. Vorhin musst du nur ein paar Schwerthiebe machen und dann ist er schon halb. Hat er die halbe Energie verloren. Aber so kriegst du ihn ja nur durch diese Special-Sachen hinüber. Oder angreifbar. Aber sonst kannst du ja knicken. Schaut euch das an, der hat nicht mal einen Kratzer abgekriegt. Ich weiß, letzter Kampf und so, das ist ja schon was Spezielles, aber trotzdem sollte eine gewisse Chance da sein, dass man gewinnt. So, jetzt nochmal umstellen. Deine Reise endet hier und jetzt. Ey, guck, schaut euch das an. Ich mach gar nichts. Ach komm. Kriegt er wenigstens so Schaden? Nee, auch nicht. Er kriegt ja kaum Schaden. Ich versteh's nicht. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Was soll ich... Was? Ich kann da ja nichts machen. Du kannst da nichts gegen Vader machen. Kannst ihn nicht schocken. Wenn du ihm das Zeug anwirfst. Block das. Kannst doch echt mal knicken. So macht's doch keinen Spaß zu spielen, ey. Und in einem Machtduell verliert er als einziges Energie. Das kommt ja auch nicht immer.
Kommt ja auch nur sporadisch. Und ansonsten hebt er dich hoch, schmeißt dich in die Luft, genau so. Und dann bist du tot. Gut, ich werde erstmal eine kleine Aufnahmepause machen, um mich abzureagieren. Und dann sehen wir uns gleich wieder in einer nächsten Aufnahme von Star Wars The Force Unleashed. Möge die Macht mit euch sein. Willkommen zurück. Ja, und ich habe mich mal ganz kurz informiert im Internet, wie wir Darth Vader besiegen können. Und wir hätten von Anfang an direkt einfach nur, wie er die Gegenstände gegen uns schmeißen müssen, oder gegen ihn schmeißen müssen. Ja, ja. Wow, weg. Oh, 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 oh. Wir müssen jetzt hier einfach... einfach sterben. Ja, aber wie ihr gesehen habt, haben wir es ja relativ weit geschafft. Deine Reise endet hier und jetzt. Mit Schmeißen der Gegenstände auf Darth Vader. Und wenn wir das richtig gut machen... schaffen wir es jetzt sogar. Komm schon. Komm, lad nach, lad nach. So, komm. Ich brauch die Macht, ich brauch die Macht. Nein. Ich zeige dir die wahre Beherrschung. So. Seite. Oh oh. Oh, das war gegen unseren Kopf. Doof. Aber wie man schon sieht, haben wir Darth Vader sehr weit runtergebracht. Wir müssen ganz schnell drücken, ganz schnell drücken, ganz schnell, ganz schnell, ganz schnell. Ja, Mann. Diesmal haben wir es geschafft. Und er ist kurz vor Ende der Energie. Diesmal können wir es schaffen. Diesmal können wir. Wir müssen. So. Oh, Kamera, beherrsch dich. Komm. Komm, komm. Ja, wir schaffen es. Wir schaffen das. Wade hat nicht mehr allzu viel Energie. Wir schaffen es. Oh oh, oh oh, komm, komm. Gut, wir haben einen Vorteil gegenüber Vader. Wir haben... boah, warum ist der nach hinten gerannt? Nein. Und wir müssen ihn besiegen. Wir besiegen ihn auch. Hoffentlich. Komm schon. Shit. Ich möchte jetzt nicht verlieren. Ich möchte nicht verlieren. Wir sind gerade sehr weit. X. B. B. Shit, daneben. Nein. B.